heute möchten wir über den demokratischen Konföderalismus sprechen. Als Expertin haben wir Niloufer Kous eingeladen. Niloufer ist Co-Vorsitzende des Kurdistan National Congress. Sie wird uns eine Einführung geben in den demokratischen Konföderalismus, der Versuch der Menschen in Nordsyrien, dort eine demokratische Selbstverwaltung aufzubauen und solidarisch, ökologisch und gleichberechtigt zusammenzuleben, unabhängig von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit oder religiöser Zugehörigkeit. Herzlich willkommen, Niloufer, schön, dass du heute Abend hier bist. Wir haben einen Kongress, der aus 47 politischen Parteien besteht. Nicht nur kurdische, auch arabische und assyrische Parteien sind Mitglied. Deswegen heißt er nicht der kurdische Nationalkongress, sondern Nationalkongress Kurdistans. Es sind auch andere ethnische Gruppen vertreten. Es sind islamische kurdische Parteien, kommunistische, liberale, konservative, also bunter politischer Mischmasch, das in vier Teilen Kurdistans gibt. Es sind Mitglieder aus dem türkischen Teil, also wir werden das Nordkurdistan. Dann haben wir Mitglieder aus Ostkurdistan, das ist der iranische Teil. Dann haben wir Mitglieder aus dem südlichen Teil, das ist der irakische Teil. Und dann haben wir in Nordsyrien den Teil Rojava. 47 politische Parteien. Und auch Vertreter der kurdischen Diaspora, Organisation der kurdischen Diaspora in Europa, in Australien, Japan, USA und Kanada sind auch bei uns Mitglied, also auch in den ehemaligen Sowjetrepubliken, Russland, Armenien, Aserbaidschan. Und weil Kurden sind, zu denen haben wir Kanäle aufgebaut. Es geht darum, die Einheit der Kurden zu entwickeln, weil sie ist momentan nicht nur für die Kurden wichtig. Aufgrund dessen, was die Kurden in den letzten Jahren entwickelt haben im Nahen Osten als politische Lösung, ist die kurdische Einheit sehr wichtig. Wenn man in der Region mit Araber oder Assyrer spricht, dann sagen sie auch, die Kurden müssen stark zusammenhalten, damit dieses Modell funktioniert. Und diese nationale Ebene heißt es nicht nur auf ethnische Sache bezogen. National heißt für uns, muss demokratisch sein. Das heißt, es hat gewisse Prinzipien. In erster Linie die Freiheit der Frauen ist sehr groß geschrieben. An die haben sich alle zu halten, ob das islamische Kurden sind oder Kommunisten sind oder alte Marxisten sind, wer auch immer, Frauen zu respektieren, ihren eigenen Willen zu respektieren, dass sie sich auch autonom organisieren dürfen, das muss jede Organisation, die Mitglieder im Kongress hat, hinnehmen, akzeptieren, zumindest tolerieren. Dann gibt es noch viele andere Regeln. Und ich bin die Co-Vorsitzende, wir haben einen Mann und eine Frau als Vorsitzende. Und das ist auch eine neue Erfahrung für uns. Die Frau, also ich, habe die Demokratie zu vertreten. Der Mann, davon gehen wir aus, vertritt den Kapitalismus, das Patriarchat. Und mein Job ist immer auf ihn zu gucken, wie er politische Entscheidungen trifft, wie er sich den Kongressmitgliedern gegenüber verhält, was er auf der Bühne vertritt. Wie er das vertritt, welche Mimik, welche Gestik, all das. Ich vertrete die Hälfte der Gesellschaft, das sind Frauen. Aber nicht nur Frauen, sondern auch die alternative Lösung der Frauen muss ich im Kongress durchsetzen. Und das tue ich, indem wir alle weiblichen Mitglieder des Kongresses gesondert auch noch organisieren. Das heißt, wir haben eine Frauenkommission in dem Kongress und wir kommen zusammen und sagen, ja, dieser Scheich, der hat eine Äußerung getroffen, das war sexistisch, wir müssen dafür sorgen, dass er das zurücknimmt und das verändert. Und das ist das Demokratische im Kongress. Und es ist nicht einfach, wenn man alle ideologischen Richtlinien in diesem Kongress hat. Deswegen sind die Frauen dort eigentlich, die haben die Schlüsselverantwortung in dem Kongress, um das Ganze zu demokratisieren, also den Kongress zu entpatriarchalisieren, sage ich. Das ist die Aufgabe, die Arbeit, die ich mache, und in diesem Rahmen bin ich ganz oft auch in Rojava. Wir haben dort 12 politische Parteimitglieder. Und wenn man in Rojava ist, da kennt die Arbeit keine Grenzen. Es ist ein kleines Stück Kurdistan. Im größeren Rahmen ist es ein kleines Stück von Syrien, der nördliche Teil. Und es befindet sich im wahrsten Sinne des Wortes im Aufbau. Man befindet sich in einer Baustelle. Es wird überall gebaut.
Die Köpfe bauen sich neu, die Herzen bauen sich neu. Es findet ein radikaler Transformationsprozess statt. Von einem Regime, das über 50 Jahre wirtschaftlich die Planwirtschaft durchgesetzt hat, das Baas-Regime in Syrien, nennt sich die Sozialistische Partei Syriens. Offiziell heißt das Land oder der Staat die Arabische Republik Syriens. Wie der Name schon sagt, es ist betont auf das Arabische, was die Existenz der Kurden, der Assyrer, der Armenier, der Dursidis und aller anderen Volksgruppen eigentlich negiert. Wirtschaftlich wurde alles vom Staat kontrolliert. Es ist die sowjetische Planwirtschaft und ein korruptes System, das auf Geheimdienst aufbaut. Ein System, in dem ein starkes Demokratiedefizit herrschte. Das ist wichtig zu wissen, denn der Ansatz der kurdischen Bewegung in Nordsyrien, Demokratie durchzusetzen, funktioniert nicht reibungslos. Die Gesinnung, die von dem Regime geprägt worden ist, stellt immer noch Probleme dar. Das heißt, wir transformieren Diktatur für Demokratie. Und das in einem Gebiet, wo es Krieg gibt. Krieg nicht nur von der IS, des Islamischen Staates, sondern Krieg des Regimes, Krieg der USA, Krieg Israels, Krieg Irans. So gesehen, alle, die regional oder auf globaler Ebene für Macht Krieg führen, die sind da in diesem kleinen Stück Syrien. So, und dieses Modell wird einmal durch die geprägte Gesinnung, durch das Regime und in den Kriegszustand aufgebaut. Wir sind immer noch dabei, in diesem Aufbauprozess Antworten auf Fragen zu finden, mit denen wir jeden Tag immer konfrontiert sind. Das ist ein lebendiger Prozess und das Revolutionäre an dem ganzen Projekt ist, trotz des Krieges, trotz aller Hände, schmutzigen Hände, die sich da einmischen, trotz auch der Involvierung des Regimes, ist das Beharren, ein neues System, ein demokratisches System in Syrien aufzubauen. In Nordsyrien und im Zentrum von Nordsyrien in den kurdischen Gebieten. Und dieses ganze Projekt Demokratisierung der Gesellschaft, Demokratisierung der Verwaltungsstrukturen über die Gesellschaft, dazu hat Öcalan die Kurden angeregt. Und zwar begann er mit dem Zerfall der Sowjetunion sich die Frage zu stellen, warum das ganze System gescheitert ist, für das Millionen Menschen ihr Leben gelassen haben. Die PKK selbst und Öcalan selbst kommt auch aus dieser Tradition der sozialistischen Bewegung. Nach diesem Scheitern war die Frage, warum? Die Antwort, die er da geliefert hat für die kurdischen Verhältnisse und insgesamt für eine moderne Bewegung war, ohne Demokratie kein Sozialismus. Gesellschaftliche Demokratie, je mehr es aufgebaut ist, umso mehr kann sich die Gesellschaft entscheiden, welche sozialistische Strukturen es aufnehmen wird. Aber das kann dann keine Partei entscheiden, sondern es müssen die Bevölkerungsgruppen selbst entscheiden. Und in dieser ganzen hat er auch noch eine andere Analyse bezüglich der kurdischen Gesellschaft gemacht, dass Schlüssel zur Demokratie in der kurdischen Gesellschaft die Frauen sind. Sie sind das Proletariat durchgehend durch alle Gesellschaftsschichten, alle Klassen, ob die Frauen der oberen Klasse, der unteren Klasse, die Frauen selbst sind eine einheitliche Klasse, das Proletariat. Auf verschiedenen Levels werden sie auf verschiedene Art und Weise unterdrückt, diskriminiert. Interesse an Demokratie würden Frauen zeigen, was dann tatsächlich in Kurdistan auch der Fall war. Diese ganze der Dynamik dieser Revolution wird von Frauen organisiert und entwickelt. Und zwar, warum Kurdistan, warum hat sich zum Beispiel Öcalan nicht entschieden, obwohl er in der türkischen Linke zunächst in die Politik eingetreten ist, in Ankara, warum hat er sich für die Kurden entschieden? Das liegt auch in der Geschichte der Kurden. Die Antwort der Frage liegt auch in der Geschichte der Kurden. Und diese Geschichte ist eine Geschichte ohne Staat, ohne Nationalstaat. Wenn man heutzutage in den Mainstream-Medien sich über Kurden Informationen holen will, dann fällt immer eine Äußerung auf, die Ahnen Kurden sind das größte Volk im Nahen Osten ohne eigenen Staat, als ob uns etwas fehlen würde. Man bemitleidet uns. Die Ahnen Kurden hatten keinen Staat und sie kämpfen für einen Staat. So, und diese gerade da hat auch Öcalan ab 2000 radikal diese Frage gestellt, brauchen wir tatsächlich einen kurdischen Nationalstaat. Von der Gründung her, aus der marxistischen Tradition oder aus der leninistischen Tradition des Selbstbestimmungsrechts der Völker,
war die natürliche Folge, dass die Kurden auch Anspruch auf einen kurdischen Nationalstaat haben. Bis 2000 war das so die im Manifest der kurdischen Arbeiterbewegung geschrieben worden, der PKK. Und ab 2000 war das in Frage gestellt, kein Staat. Staat, so definiert jetzt die Akkumulation des Kapitals. Oder noch konkreter ist die Akkumulation der Macht. Braucht eine Gesellschaft, wenn es seine Lebensbedürfnisse befrieden will, muss es unbedingt das Individuum Macht vom Macht Gebrauch machen. Denn der Staat, so definiert er, ist ein Organisierungsorgan der Macht. Sie ist keine Garantie für die individuelle oder kollektive Freiheit. Und er sagt, die Kurden sind in der Lage, eine neue Gesellschaftsform zu entwickeln, weil sie auch historisch dafür reif sind. Einmal deswegen, weil die Kurden zu den Völkern im Nahen Osten gehören, die lange Jahrtausende sich nicht über die Natur hinaus gesehen haben, sondern sich als Teil des ökologischen Gleichgewichts betrachtet haben. Die Kurden waren von vorher immer daran gewohnt, autonom zu leben. Im extremen Falle haben die kurdischen Stämme, also Autonomie hieß immer im kurdischen Sinne, dass jeder Stamm ein eigenes Siedlungsgebiet hatte. Und wenn sie gefährdet waren, dann haben sich die Stämme zusammengetan und Konföderationen gebildet, nur im Verteidigungsfeld. So dieses autonome Leben, das war bei den Kurden sehr stark geprägt, aber auch bei den anderen Völkern, wie arabischen Gruppen, auch im Iran, bei den Persern, auch bei den Turkmenen, noch andere, aber bei den Kurden war das extrem geprägt und hat sich bis zum 19. Jahrhundert, bis zu dieser Idee des Nationalismus, was in Europa gekommen ist, bewahrheitet. Und im 20. Jahrhundert, nach der englisch-französischen, dem Kolonialismus, den sie in die Region gebracht haben, und diese Region unter sich aufgeteilt haben, und dann, um das zu kontrollieren, haben sie 1923 dann etwa 40 neue Nationalstaaten gegründet. Die Araber bekamen 22 Staaten, Iran bekam einen, die Perser bekamen einen Staat, der Iran hieß, die Türken bekamen einen Staat, was die Türkische Republik hieß. Die Kurden wurden dann auf diese vier zahlenmäßig übergeordnete Volksgruppen, dessen Staaten auf diese Ethnien aufgebaut worden sind, auf die aufgeteilt. Das heißt, kurdische Stämme, die zwischen Iran und Irak oder zwischen Türkei und Iran mal gewandert sind, konnten dann nicht mehr, weil 1923 sind Grenzen gezogen worden. Und damit beginnt auch die kurdische Frage. Und diese kurdische Frage ist eine Frage, die erzeugt worden ist durch England, durch Großbritannien und Frankreichs Kolonialpolitik. Diese Staaten sind entwickelt worden, um die Region, die Völker unter Kontrolle zu halten. Also der türkische Nationalstaat, der iranische oder die arabische Nationalstaat. Sie sind nichts anderes als Marionetten in die Region aufgesetzt worden, um die Völker zu kontrollieren. Und wenn eines dieser Staaten auf die geistreiche Idee käme, gegen England sich zu wehren oder zu behaupten oder gegen Frankreich, dann waren die Kurden da. Denn durch diese Grenzziehung haben die Kurden ein Trauma erfahren. Die nomadische Kultur wurde aufgehoben, sie konnten sich nicht mehr frei bewegen. Und diese Nationalstaaten, die aufgebaut worden sind, wie in der Türkei zum Beispiel, in der Verfassung ist verankert, wer in dieser Republik lebt, ist türkisch, der offizielle Sprache ist, wer in diesem Staat lebt, ist Türke, die offizielle einzige Sprache ist türkisch und es gibt nur eine Nationalflagge. Also immer das Einzige. Kurden, Perser, alles, Kurden, Armenier, Araber, was es in der Türkei gibt, es gibt 14 verschiedene ethnische Gruppen in der Türkei, sie wurden alle negiert. Und die Kurden waren diejenigen, die dagegen mal revoltiert haben. Es gab allein im 20. Jahrhundert etwa 70 kurdische Aufstände. Es war immer diese politische Logik, die wird heute auch noch in Nordsyrien gemacht. Es ist wichtig, dass ich darauf hinweise, auf diese geschichtliche Sache, weil sie dauern sie noch an, diese politische Politisierung der kurdischen Frage. Wenn man die Türkei unter Kontrolle halten will, dann sagt man, ja, die Kurden. Gut, dann werde ich den Kurden dieses Versprechen machen. Wenn man den Iran kontrollieren wollte, dasselbe. Wenn man die arabischen Staaten wie Irak und Syrien kontrollieren wollte, dann die Kurden. Die kurdische Frage wurde als Schlagstock gegen diese Regime gesetzt.
Und im Falle, weil sie sich mit dem Regime geeinigt haben, dann haben diese Regime sich an den Kurden gerecht. Das war dieses Spiel des alten Jahrhunderts. So, dann sagt Öcalan, diese Erfahrung ist noch von Vorteil für die Kurden. Diese Erfahrung der Nationalstaatlichkeit. Die Kurden haben nichts Positives von dieser Nationalstaatlichkeit erfahren. Sie haben immer Schmerz erfahren und dagegen sich gewehrt. Deswegen werden die Kurden in der Region, diejenigen, die das besser verstehen würden, seine Kritik an der Akkumulation der Macht in Form des Staates, des Nationalstaates. Und auch die Tradition, das Gewohnte, dass man autonom leben kann, sich selbst verwalten kann. Diese Erfahrung haben die Kurden auch gehabt, in den Bergen, in den Plateaus, wo sie gelebt haben. Und diese Idee, dass sich die Menschen in Kurdistan auf modernere Art und Weise in kommunalen Strukturen entwickeln können, diese Idee hat er von Wallerstein übernommen, Emanuel Wallerstein, wo er sehr stark auf Kommunalismus setzt, die Demokratie des 21. Jahrhunderts auf ein System so lokal wie möglich zu machen, so lokal wie es nur geht. Dass jedes Individuum in einer kleineren Gruppe, ob das in einem kleinen Dorf ist oder in größeren Städten, in kleinen Stadtbezirken, in der Lage ist, sich selbst zu bestimmen. Das Selbstbestimmungsrecht, was Lenin, und das steht auch über die Kritik von Rosa Luxemburg, das wurde in Kurdistan so umgesetzt, dass es mit Emanuel Wallersteins Ideen noch kleiner, alles klein ansetzen, wo jedes Teil der Gesellschaft, wo es auch lebt, für sich selbst sorgen kann, für sich selbst bestimmen kann. So, die ganze kurdische Revolution ist fixiert jetzt darauf, diese Lösung anzusetzen auf Kommunen, auf das kommunale Zusammenleben. Aber nicht nur das ist nicht nur kurdisch, weil durch diese ganze Kolonialisierung Kurdistans, die Ansiedlung von Arabern in kurdischen Gebieten in Syrien, die Ansiedlung von palästinensischen Arabern, vor allem die in den 60er Jahren über das Regime nach Syrien gebracht worden sind. Es ging darum, über Araber die Kurden zu kontrollieren, weil die Angst aller einzelnen Regime war, dass die Kurden, die in Nordsyrien leben, weil sie verwandt sind mit den Kurden, die auf der türkischen Seite, also auf der anderen Seite, wo diese Grenzziehung ist, leben, dass sie sich zusammentun können und gegen das Regime kämpfen können. Und deswegen hat man zwischen zwei, drei kurdischen Dörfern immer ein arabisches Dorf angesiedelt. Das gleiche hat der Iran in Ostkurdistan gemacht, das gleiche hat Saddam im Irak gemacht. Und das gleiche hat die Türkei auch in Nordkurdistan gemacht. So, das heißt, die Lösung, die heute in Nordkurdistan angesetzt wird, kommunale Strukturen, das heißt, im Gesellschaftsvertrag in Nordsyrien, jeder der Völker, die nun da ist, sind die Völker Nordsyriens. Es werden keine Entschädigungsansprüche gestellt, weil viele Araber, die dort angesiedelt wurden, haben die kurdischen Ländereien besetzt. Sie haben kurdische Bauernhöfe als Geschenk bekommen. Die Kurden wurden enteignet und es wurde den Arabern gegeben. Nun war, als die Umwälzung in Syrien 2011 stattfand, die Frage, wie lösen wir das? Für die normale Bevölkerung hieß es, die Araber müssen hier weg. Sie haben uns zu Zeiten des Regimes diskriminiert. Sie waren rassistisch, weil der Staat heißt Arabische Republik. Dann gab es auch natürlich die Parallele anderer Alternativen. Diese Völker sind über die Knappheit des Nationalismus infiziert. Und weil wir Kurden wissen, was Nationalismus bedeutet, wir waren ihre Opfer, wir machen es anders. Wir haben da aus der palästinensischen Bewegung gelernt, wir haben das von Israel gelernt, Unterdrückte, die an die Macht kommen, dass sie selber Unterdrücker werden, das werden wir nicht machen. Und wir setzen den Frieden lokal mit den Völkern, mit denen wir zusammenleben. Nun die Araber, die aus Saudi-Arabien, aus Palästina gebracht worden sind, sie sind auch Mitbürger, Bürger von Nordsyrien. Das ist die Lösung, die in den letzten 7 Jahren in Rojava praktiziert wird. Zusammenleben zwischen Araber und Kurden, Zusammenleben zwischen Kurden, Assyrer, also die christlichen Assyrer, Zusammenleben zwischen Kurden und Armenier, sunnitische und alevitische Araber.
Das ganze Projekt in den letzten 7 Jahren ist heute auf dem Level gekommen, dass jeder dieser Volksgruppen, Religionsgruppen in der Gelegenheit hat, sich selbst zu verhalten. Weil früher war das so, dass das Motto des Regimes war, ich gebe dir genug Futter, du isst, aber du mischst dich nicht in die Politik ein. Denn wer sich in die Politik eingemischt hat, hatte, verschwand einfach in den Kerkern. In Syrien war das so. Ich habe auch vor 20 Jahren dort gearbeitet, als noch das Regime unter Hafez el-Assad stand. Überall war das Wimmelte vom Geheimdienst und die Menschen hatten Angst. Nun, nach 7 Jahren Erfahrung des Projektes des demokratischen Konföderalismus, was auf kommunaler Ebene aufgebaut worden ist, was von unten nach oben aufgebaut worden ist, ist es so, dass die Menschen heute tatsächlich unermüdlich reden können. Sie reden stundenlang, sie reden alle. Was früher zu Zeiten des Regimes nicht möglich war. Sie mischen sich in alles ein. Aber auch wirklich in alles. Sie sind unzufrieden mit allem. Und es bedarf große Geduld, da zu arbeiten. Ja, die Straße hätte besser sein können. Und dann sagt die Verwaltung, ja, du musst das machen, das ist deine Straße. Wie das sein soll, das habt ihr zu entscheiden, nicht die Verwaltung macht das. Die Verwaltung macht nur den Service. Die Kommune redet und wenn die Kommune das nicht macht, dann geht das an die Gemeinde. Und wenn die Gemeinde das nicht macht, dann geht das auf den Städterat. Das ist die letzte Instanz. Es gibt auch zum Beispiel diese Gerichtbarkeit ist nicht sehr ausgeprägt. Und das heißt, die Gesellschaft muss ihre eigenen Probleme selber lösen. Also Gerichte gibt es nur in Extremfällen. Bei Scheidungsfällen setzt sich zum Beispiel der Frauenrat an. Es gibt da nicht diesen Gericht für Scheidung oder für Links, sondern die Gesellschaft, die Kommune, die Leitung der Kommune, also die kollektiven Strukturen der Kommune muss das Problem dort lösen. Und die Leute hatten es früher einfach, der Staat hatte seine Rechtsprechung, so das und das, die Artikel hatten das vorgeschrieben, wie das gelöst werden sollte. Nun ist das eine ganz andere Ebene. Und es bedarf Tage der Diskussionen, bis dann was man schon einen Konsens gefunden hat. Und wenn das lokal nicht gelöst wird, dann geht das auf einen anderen Schritt über. Aber das hat dann auch die Kommune selbst entscheiden. Und sie für sich selbst zu entscheiden, ist das Schwierigste, die größte Herausforderung für die Menschen, weil bislang das Regime immer für die Entscheidung getroffen hat. Jetzt treffen sie selber die Entscheidung. Die Entscheidung zum Beispiel, wo eine Straße gebaut wird, wo Strom hergestellt wird, wie das Wasser sauber gemacht werden muss, ob man Dünger beim Ackerbau benutzen muss. Und welche Art von Dünger, ob natürliche oder chemische Materialien, das muss alles die Kommune entscheiden. Aber die Kommunen sind nicht alle sehr alternativ, sind nicht sehr linksorientiert. Es gibt auch die Scheichs da drin, es gibt die Frauen da drin, die Jugendlichen, Menschen, die körperlich Behinderungen haben. Alle, sozusagen die Farben einer ganzen Gesellschaft ist vertreten in dieser Kommune. Und da läuft nicht immer alles demokratisch. Aber damit immer die Alternative angeregt wird, mischen sich auch die Akademien in die Diskussion ein. Es gibt für jeden Themenbereich eine Akademie. Das heißt, Theorie und Praxis laufen immer miteinander. Und die Akademie ist mal dazu sagen, ja, es kann aber auch so gelöst werden. Dann gibt es welche, die sagen, okay, dann sagen sie, nee, das ist zu kommunistisch, sagen da manche. Das ist so die Dynamik, die überall in den lokalen Strukturen in Rojava insgesamt stattfindet. Und das ist ein Modell, wo ich sagen würde, ich spreche nicht vom Paradies, aber ich möchte das auch nicht idealisieren. Für mich bekam das Wort Revolution erst an Inhalt, als ich gesehen habe, unter welchen Umständen gekämpft wird. Und unabhängig vom islamischen Staat, wie viele Hände da sind. Und diese Hände mischen sich auch zum Beispiel daran, wie ein Gesellschaftsvertrag auszusehen hat. Es gibt zum Beispiel Staaten, die sich direkt in die Strukturen einmischen wollen, sagen, ja, das muss ein kapitalistisches System werden. Was ist das, was ihr da macht? Also, es läuft wirklich nicht reibungslos. Denn weder die USA, noch Russland, noch Israel, noch der Iran, noch die Türkei, niemand ist an dieses demokratische Modell der Völker interessiert. Sie wollen Syrien unter sich aufteilen. Und wir sagen, wir brauchen keine neue Spaltung von Syrien. Ihr habt Irak gespalten, ihr habt Jemen gespalten, ihr habt Libyen gespalten, ihr habt alles ruiniert. Und wir haben gesehen, was er gemacht hat. Hier wird das nicht der Fall sein.
Wir wollen nicht, dass Syrien gespalten wird. Syrien muss als eine Einheit bleiben, das Land. Und welche Verwaltungsstruktur dieses Land übernehmen wird, das haben wir in Nordsyrien experimentiert. Das wollen wir, dass wir gesamt Syrien bekommen. Das ist eine Alternative. Moskau muss uns nicht vorschreiben, wie Autonomie auszusehen hat. Washington muss uns nicht vorschreiben, wie ein Föderalismus auszusehen hat. Wir entscheiden, wie wir leben wollen. Und dass die alle nicht damit zufrieden waren, haben wir in Afrin gesehen. Afrin, diese fast dreimonatige Krieg im Auge der weltpolitischen Öffentlichkeit, war eigentlich eine Bestrafung der Kurden, die verantwortlich waren für das Modell, was als ein Störfaktor gesehen wird. Sie steht gegen den Strom, das Russland und Amerika dort aufbauen wollen. Sie wollen Syrien jenseits westlich und östlich vom Euphrat teilen. Und dann hat sich noch auch der Iran eingemischt, will den südlichen Teil von Russland übernehmen. Und damit der schiitische Halbmond, also angefangen von Iran durch Irak, Syrien bis nach Libanon. So, alle kämpfen jetzt dafür. Es gibt jetzt gewaltige kriegerische Auseinandersetzungen südlich von Syrien zwischen Israel, Amerika und Iran. Südsyrien. Es geht darum, wer bekommt die meisten Ländereien mit Öl und Gas. Und natürlich Wasser. Sowohl das Erdöl als auch Gas als auch Wasser entspringen den kurdischen Gebieten, Euphrat und Tigris. Und etwa 70% der Öl- und Gasreserven sind unter der Kontrolle der autonomen Verwaltung von Nordsyrien. Und dieser Krieg in Afrin hatte natürlich auch einen geostrategischen Ansatz von russischer Seite, weil über Afrin kann man schnell ans Mittelmeer und dann könnte man später das Erdöl dort rausbringen oder Gas rausbringen. Und das Wichtigste natürlich, die Bestrafung der Kurden in Afrin war so, ja, wer würde die Kurden am liebsten bestrafen? Natürlich Erdogan. Der sowieso sagt, ja, im Chaos des Nahen Ostens haben wir jetzt die Chance, alles zurückzugewinnen, was uns die Engländer und Franzosen im 20. Jahrhundert geklaut haben. Sie haben unser Erbe des Osmanischen Reiches uns weggenommen, wir nehmen es zurück, jetzt ist die Gelegenheit da, weil die ganze Region befindet sich in einem Chaos, in einer Krise. Es ist ein politisches Vakuum da, weil es ist alles multipolar, alle kämpfen gegeneinander, konkurrieren gegeneinander. Manchmal gibt es Bündnisse, manchmal nicht. Das ist die Chance für die Türkei, um ein neues Osmanisches Reich unter dem Sultan Erdogan aufzubauen. Und da sagt er, da sind zwei, die ich schnell kriegen kann, das ist einmal Nordsyrien und einmal Nordirak. Weil das waren beide Provinzen des Osmanischen Reiches. Das eine wurde Provinz Aleppo genannt und das andere Provinz Mosul, was gesamt Nordsyrien und das andere gesamt Nordirak bedeutet. Und beide sind mehrheitlich kurdisch besiedelt. Deswegen sein erklärter Krieg gegen die Kurden. Das ist die türkische Strategie. Und die Amerikaner sagen, nein, du mischst dich nicht ein, ich bin hier der Global Player und Russland auch, jetzt ist Putin auch sehr stark da. Sagt, ich bin aber auch, ich komme auch aus der sowjetischen Tradition, hatte auch diese ganzen tollen Raketen und all das. Und ja, es gab mal manchmal Wettbewerb zwischen Russland und Amerika, wer die Kurden, der eine sagt, ich liebe die Kurden am meisten, der andere sagt, nein, ich liebe die am meisten. Und gab es solche Statements, haben sie im State Department gesagt, die Jeppege, die ist toll. Und dann die Russen, nein, wir finden sie viel besser als ihr. Und dann die Linke hier sagt, machen diese Kurden, die haben die Amerikaner nach Irak gebracht und jetzt machen sie dasselbe mit Syrien. Diese Kurden kollaborieren mit den Imperialisten. Und was müssten wir an Veranstaltungen hier in Deutschland, Europa führen, zu sagen, Leute, nein, so ist es nicht. Wir sind wirklich, wir arbeiten nicht für Amerika oder Russland oder für sonst jemanden, wir arbeiten für uns. Aber die Tatsache, dass sie gekommen sind, ohne zu fragen, ob das in Irak ist, ich denke nicht, dass die Libyer die USA oder Frankreich eingeladen haben oder Italien. Also ich meine, wenn ich diese Länder sage, dann meine ich die Staaten, nicht die Bevölkerung. Wir haben sie nicht eingeladen. Denn es gibt ein Konzert nach dem Zerfall der Sowjetunion, wo der Vater von Bush gesagt hat, es lebe der Kapitalismus, die Welt gehört uns. Da fragen sie niemanden, wenn sie kommen. Die Frage ist, wenn sie da sind, wie gehen wir damit um? Sagen wir, okay, wir
Als alte Marxisten nehmen wir die Knarre in die Hand und schießen euch ab. Damit kommen wir nicht durch. Es gibt eine viel klügere Version und die hat uns Deutschland vor die Nase gesetzt und gesagt, es ist auch anders möglich. Man übersieht einfach ihre Existenz. Wenn wo nötig, sprechen wir mit ihnen. Wenn unsere Interessen manchmal zusammenkommen, dann sprechen wir miteinander. Das war in den letzten 4 Jahren meistens auf militärischer Ebene. Die IS war außer Kontrolle geraten und wir hatten darunter zu leiden. Wir haben uns verteidigt, nicht Washingtons oder Moskaus Interessen. Wir haben gegen die IS gekämpft, um dieser Brutalität ein Ende zu setzen. Das mussten wir tun, um zu überleben. Und die Amerikaner brauchten eine Erfolgsstory. Sie haben im Irak keine Dings gehabt, dann waren die tollen Kurden. Ja, wir sind stark, weil wir starke Freunde haben. Aber als wir dann zu stark geworden sind mit unserem Modell, haben sie dann Erdogan gesagt, hau dir mal einen aufs Dach. Und das hat er gemacht, weder die UN noch die NATO, niemand hat die Klappe aufgemacht. Bis auf Menschen mit Gewissen in Afghanistan, Pakistan, in Europa, in Deutschland überall. Diese Ungerechtigkeit hat so ein Maß erreicht, dass Menschen, die eigentlich auch sehr unpolitisch sind, sich dazu geäußert haben auf der Straße mit uns zusammen. Und das hat eigentlich den Widerstand in Afrin wirklich gestärkt. Diese Ausdauer gegen die Luftbombardierungen fand statt, weil die Solidarität so groß war. Wir haben Freunde, die keine Macht haben. Und deswegen konnte dieser Kampf wirklich, dieser Widerstand gegen türkische staatliche Aggression mit der Unterstützung passiver Haltung Russlands, weil Putin denen die Erlaubnis gegeben hat. Und Washington gesagt, ja, das ist nie unser Gebiet. So, ich denke, Afrin hat diese Frage geklärt, für wen stehen die Kurden? Sind sie tatsächlich Kollaborateure von Imperialisten oder also russischer Imperialismus oder amerikanischer? Und ich denke, nach der Erfahrung mit Afrin ist diese Frage auch geklärt. Natürlich wird die Verwaltung diplomatisch gesehen mit Russland, aber auch mit Amerika, mit allen, die dort sind, versuchen, in Dialog zu stehen. Denn der demokratische Konföderalismus ist nichts anderes, als eine Verwaltungsorganisation aufzubauen ohne einen Staat. Der demokratische Konföderalismus, so ist die philosophische Ausgangspunkt, heißt, sich in einem System entgegen das System organisieren. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass Nordsyrien, ich übertreibe es, kapitalistisch ist und wir wollen Demokratie aufbauen, dann tun wir das im Kapitalismus. Und deswegen war die Fragestellung von Öcalan sehr wichtig gewesen ab 2000, wo er gesagt hat, für uns ist die Frage wichtig, wie wollen wir leben, was sollte gemacht werden und wo fangen wir an? Und dann sagt er, wir fangen bei uns selbst an, wir kämpfen im System, gegen das System, für unser System. Und dieses Experiment hat bereits ab 2000 im türkischen Teil Kurdistans angefangen. Rojava hat von den Erfahrungen von dort profitiert. Denn ab 2000 haben die Kurden ungefähr 100 Gemeinden gewonnen bei den Wahlen 2000. Und diese Gemeinden waren der erste Schritt, dass die Kurden lernen, sich selbst zu verwalten, in Diyarbakir, in Van, in Mardin, überall, wo wir diese Gemeinden gewonnen hatten. Weil die These war, so der Staat existiert, okay, wir wollen diesen Staat nicht. Wir sagen dem Staat, wir tolerieren dich, aber dafür muss auch der Staat uns tolerieren. Zwei Systeme nebeneinander. Wenn die Kurden den türkischen Kolonialismus beenden wollen im türkischen Teil Kurdistans, dann kann das auch so sein, wenn wir Probleme haben, dann lösen wir sie in unseren Gemeinden und Volksräten. Dann brauchen wir nicht zum türkischen Gericht zu gehen.
Wenn wir Straßenbau wollen, dann machen wir das. Dann brauchen wir nicht zum türkischen Gouverneur zu gehen, weil er ist der Staat dort in Diyarbakır, in der kurdischen Stadt. Wenn wir kurdischen muttersprachlichen Unterricht haben wollen, was verboten ist in der Türkei, dann machen wir unsere eigenen Schulen auf. Wir können auch selber alles schaffen. Wenn die Arbeitslosigkeit in Kurdistan so groß ist, gut, dann machen wir unsere eigenen Kooperativen auf. Und das fand auch statt. In vielen Städten gab es Kooperativen für Frauen, Gemischte, für arbeitslose Jugendliche, für Jugendliche, die kein Einkommen hatten, die interessiert waren an Computerkursen. Alles wurde von den Gemeinden übernommen. Und das war die These, Staat plus Demokratie koexistiert dem Staat, aber wir auch. Und das hat seinen Höhepunkt dabei erreicht, dass dieses Modell auch in der Türkei bei vielen anderen Volksgruppen, bei der Arbeiterbewegung, bei Frauen, vor allem bei Frauen angekommen ist. Und der Höhepunkt waren die Wahlen 2015, als die HDP, die jetzt auch wieder kandidiert, 80 Parlamentarier in das türkische Parlament gebracht hat. Und zwar waren diese 80 Parlamentarier Vertreter verschiedener politischer, ethnischer, religiöser Farben in der Türkei. Kurden, Armenier, Araber, Vertreter der Karachis, der Roma, der Schiiten, der antikapitalistischen Muslime, alle Farben, die es in der Türkei gibt. Waren plötzlich über die Partei im türkischen Parlament und das war ein Schock für die Staatsdoktrin, das auf türkisch aufgebaut war. Plötzlich waren Armenier, Kurden, Araber, Jesiden, Aleviten, Schiiten, alles, was die Verfassung negiert hatte, waren plötzlich, standen vor der Tür, waren in dem Parlament, was sie negiert hatte. Und ab da hat der Krieg angefangen, alles zu zerstören. Alle Bürgermeister landeten im Knast. 11.200 Leute sitzen in der Türkei jetzt im Knast. Alle, die diese Struktur, Kommunen, Kooperativen aufgebaut haben, sitzen jetzt im Knast in der Türkei. So, aber Rojava hat das übernommen, nachdem die Unruhen in Syrien angefangen haben. Und weil die Erfahrung in der Innentürkei, im kurdischen Gebiet in der Türkei angesetzt hat, der Bevölkerung, wurde das in Rojava übernommen. Und dort ist das jetzt strukturell derart entwickelt, dass sowohl die Araber das Asylsystem sind, als auch die Assyrer, als auch die Armenier, als auch die Kurden. So, das Modell selbst ist einfach ein einfaches Modell. Viel wichtiger ist der Aufbau des neuen Denkens. Konföderalismus, demokratischer Konföderalismus heißt nichts anderes, demokratische Verwaltungsstrukturen ohne Staat. Ohne Macht, ohne dass einer besser ist als der andere. Ohne dass der Mann die erste Klasse, die Frau die zweite Klasse. Ohne dass der Kurde die erste Klasse, der Araber die zweite Klasse. Keine Kategorisierung, keine Klassifizierung, sondern Einheit der Vielfalt. Und dafür muss jedes Individuum, was interessiert ist an diesem Modell, sich befreien von jeglicher Form von Sexismus, Nationalismus und Instrumentalisierung der Religion als Macht, sprich politischer Islam. Diese drei Elemente werden abgelehnt. Und da kann nicht jeder Kurde sagen, dass er nicht sexistisch ist. Da kann nicht jeder Araber sagen, dass er halt nicht nationalistisch ist. Wir arbeiten alle daran, erstmal das System in uns selbst kaputt zu machen. Nationalstaat hat die Bevölkerung in den letzten 100 Jahren mit Sexismus, Nationalismus und Vorherrschaft von Religion als Machtinstrument infiziert. Und wir desinfizieren es. Und das ist ein absoluter Kampf, der viel Energie bedeutet und unter sehr, sehr schwierigen Umständen stattfindet. Und dann waren wir mit Kobani konfrontiert, dann mit Afrin, jetzt mit Mümbeç. Unter diesen Umständen wird ein System aufgebaut und dagegen ist der Iran, der will die Theokratie noch beibehalten, den iranischen Nationalstaat. Dagegen kämpft Erdogan, weil der türkische Nationalstaat trotz allem sich Aufmerksamkeit will.
So, natürlich ist die USA auch daran interessiert, diese Nationalstaaten kaputt zu machen, weil sie momentan, als sie von Großbritannien Frankreich aufgebaut wurden, haben sie einen guten Job, eine gute Dienste geleistet, als Marionetten für europäischen Imperialismus. Aber mittlerweile waren sie so gekommen, dass sie oligarchisch geworden sind, dass sie der freien Marktwirtschaft Hindernisse darstellten, ein Hindernis für den Neoliberalismus. Das Interesse der USA, diese Region zu verändern, diese Nationalstaaten kaputt zu machen, Saddam aufzuhängen, Gaddafi im Krankenwagen zu töten, ist nicht für die Demokratie der Völker. Oder dass Bashar al-Assad wegkommen muss, ist nicht, weil man unbedingt Syrien demokratisieren will. Alle diese Führer und auch Erdogan stellen mit ihrer Nationalstaatlichkeit das vor 100 Jahren auf das Fundament Rassismus, Sexismus, Islamismus, was auch immer, welche Form von Islam, die sind in einer Krise. Und Öcalan sagt, das ist die Chance für die Kurden, an diesen vier Schlüsselstaaten anzusetzen, die zu verändern, darüber kann man die ganze Region ändern. Und diese Schlüsselstaaten sind die Türkei, der Iran, Irak und Syrien. Und die kurdische Alternative macht natürlich den Machthabern Angst. Demokratie ist ein Problem für Erdogan, für Bashar al-Assad, Hassan Rouhani. Der irakische wird jetzt neu gewählt werden. Es ist der Haidar al-Abadi. Die sind alle nicht an Demokratie interessiert. Der will die arabische Herrschaft, der will die türkische und der will die persische. Und wir sagen, es ist eine Lüge, weil wir in Iran leben ungefähr 50 Volksgruppen, in der Türkei 14, in Syrien, Irak, das sind mehrere Volksgruppen da. Und sagen diesen Staaten, ihr habt keine Chance, nicht nur wir Kurden, sondern auch die Araber wollen jetzt Freiheiten. Die Araber und Syrien in Irak. Und wir sagen, auch die Menschen in der Türkei wollen mehr Freiheiten. Die Frauen, die Feministinnen, die Akademikerinnen, die Studenten, die Arbeiter, die Bauern, alle wollen Veränderungen haben, alle wollen, dass es ihnen besser geht. Und sie haben alle ein Problem mit dem Regime, wir auch. Warum wir mit all diesen Volksgruppen, Glaubensgruppen in Iran und der Türkei Schwierigkeiten haben, zusammenzukommen, da ist natürlich der vom Staat aufgebaute Sexismus, Nationalismus und Religion, Islamismus ein Problem. Damit werden die Volksgruppen manipuliert und wir kämpfen dagegen an, um immer Freunde zu haben. Weil dieser Staat, der sagt, bin antikurdisch, aber er ist auch Anti-Arbeiter, er ist auch Anti-Journalist, er ist gegen Freiheit. Deswegen sage ich immer, jeder Fortschritt von unserer Seite heißt auch, ein Modell aufzubauen für alle, die unzufrieden sind mit diesem korrupten Regime. So, der arabische Frühling war der Anfang, aber leider, weil es die fortschrittliche Bewegung nicht gegeben hat, die die Menschen anführen konnte, haben andere davon profitiert, aber nicht die Menschen in Ägypten selbst. Nicht die Frauen, nicht alle, die tagelang in diesem Tahrir-Platz waren. Weil die Intellektuellen, die hätten die Revolution anführen können, nicht vor Ort waren. Sie waren nicht organisiert, nicht darauf vorbereitet. So, bei den Kurden ist es anders, weil seit 40 Jahren werden an Strukturen gearbeitet, es wird immer unten angesetzt. Es wird in den letzten 30 Jahren permanent über Demokratie gesprochen, Frauenfreiheit gesprochen, über die Freiheit aller Volksgruppen, die in diesem Land leben. Und sie hat Nationalismus, Sexismus und Islamismus den Krieg erklärt. Also nicht gegen den Islam, sondern Islam als Instrument der Macht. Erdogan ist kein Islamist. Er hat nichts mit dem Islam zu tun, es geht um die türkische Herrschaft. Deswegen benutzt er den Islam, weil der ist eine Religion in dieser Gegend. Und die missbraucht er momentan, deswegen sprechen wir von Islamismus. So, und gegen diese drei Strukturen, je mehr kämpft, umso mehr hat der demokratische Konföderalismus im Aufbau der Modelle, das auf Einheit der Vielfalt beruht, eine Chance. Das ist die einzige Chance momentan, ich weiß nicht, was in 10 Jahren wird, aber momentan haben wir eine Chance entwickelt, eine Alternative, und die ist auf regen Interesse gestoßen. Und sie wächst über unsere Grenzen hinaus. Weil das gesamte kapitalistische System in einer Krise ist, wir erfahren diese Krise in Form des Krieges dort unten. Ihr, die in diesen Ländern lebt, erfährt es in andere Form. Und es ist wichtig, dass wir lokal und global zusammenarbeiten.
Wir haben alle ein Problem mit dem System, das in einer Krise ist, der ist brutal, ohne jegliche Rechte. Wir befinden uns im Zeitalter des rechtlichen Vakuums. Die UN ist funktionsunfähig. Nicht mehr wissen wir nicht, an wen wir appellieren sollen. Es gibt kein Recht mehr. Also diese Organisation, die einst mal ein bisschen sich äußern konnte, existiert, haben ihre Bedeutung verloren. Wir waren wochenlang in Genf, als die Achtung-Sache war. Nichts. Nichts. Nur die Banken haben voll immer ihre Berichte. Wir schrieben das für alles. Und das wird alles an den Generalsekretär kommen, aber ändern hat sich geändert, hat sich nicht. Es gibt aber eine andere Chance, wenn wir uns alle vernetzen. Die Krise des Systems, wir erfahren sie in Form von der IS, in anderen Formen, Kriegen, Bomben. Hier läuft sie anders ab. Und deswegen sollten wir viel mehr gemeinsam diskutieren. Wir sind konzentriert, einmal reicht erstmal, dass wir nicht sterben. Aber auch bei Beibehaltung der Existenz ein Modell aufbauen. Und hier, auch in vielen europäischen Ländern gibt es jetzt auch eine starke, ob individuell oder organisiert, werden immer mehr Fragen gestellt und anhand dieser Fragen werden auch Konzepte entwickelt. Und deswegen hat es mich auch interessiert, heute hier zu erscheinen beim Konzeptwerk, zu gucken, dann auch morgen bei der Diskussion auch zu erfahren, was denn hier angesetzt wird, damit wir auch was lernen. Wir brauchen viel Erfahrung. Es werden viele Fragen gestellt, auf die wir noch keine Antworten haben. Wie das mit Privateigentum aussehen soll, ob wir später in die OPEC eintreten werden wollen. Viele Fragen werden gestellt. Und da ist die Erfahrung hier, da ist die Erfahrung in afrikanischen Ländern, in asiatischen Ländern, mit denen wir alle Netzwerke haben, Vorschläge für uns wichtig, weil irgendwo geht es für uns alle um die Frage, wie leben, wo fangen wir an und was machen wir? Und diese Fragen stellt ihr euch auch, denke ich. Wir versuchen, die Antworten dort aufzubauen. Und diese Fragen sollten wir dann im globalen Sinne versuchen, auch gemeinsam zu kämpfen. Der Kampf, wir führen sie in Kurdistan, aber er hat auch eine globale Ebene. Je mehr wir das Ganze dort überwinden können, umso mehr wird das System, was hier auch anders sich ausdrückt, schwächer werden. Aber wir allein schaffen das nicht. Deswegen ist Solidarität für uns alle sehr wichtig. Vielen Dank.